Sehr verehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wie bereits Bundesminister Hermann Gröhe sowie Kollege Heiderich hier ausgeführt haben, beschließen wir heute diesen Bundeshaushalt für 2017, der die Erhöhung des Bundeszuschusses an die GKV auf 14,5 Milliarden Euro beinhaltet. Insgesamt sieht die Bundesregierung 15,1 Milliarden Euro für die Finanzierung des Gesundheitswesens in unserem Land vor. Und das ist richtig und das ist gut. Und das, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, was wir hier von der Opposition erleben, ist ein mangelhafter Versuch, Dinge schlecht zu reden, die sehr ordentlich und gut gemacht wurden. Die Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD hat wichtige und elementare Maßnahmen für unser Gesundheitssystem in Deutschland auf den Weg gebracht, die im kommenden Jahr in Kraft treten werden. Insbesondere möchte ich hier die Pflegestärkungsgesetze 2 und 3 erwähnen, welche die Pflege und die damit verbundenen Verantwortlichkeiten auf ein neues Niveau heben. Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, den wir im PSG 2 neu definiert haben, werden ab dem kommenden Jahr nicht nur Menschen mit körperlichen, sondern auch mit psychischen Einschränkungen erfasst, denen wir die dringend notwendige Unterstützung nun geben können. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ein Erfolg und der richtige Weg. Mit dem dritten Pflegestärkungsgesetz werden die Kommunen mit ins Boot genommen, aber auch mit in die Pflicht genommen, die Pflege entscheidend mitzutragen und pflegebedürftige Menschen über Möglichkeiten und Ansprüche in der Pflege aufzuklären. Und auch das ist richtig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und natürlich sind solche grundlegenden Reformen mit komplexen Sachverhalten verbunden, die eine genauere Beratung bedürfen, um den Ansprüchen der Betroffenen auch optimal Rechnung zu tragen. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal dem Hohen Hause vergegenwärtigen, dass wir mit diesen Maßnahmen in der Pflege eine Vorreiterrolle in der Europäischen Union einnehmen. Und bei aller Wertschätzung für Ihre Wortmeldungen, die Sie haben, Sie können hier auch ein Stück weit stolz sein, dass es so weit gekommen ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich freue mich wirklich auch, dass der freiwilligen privaten Pflegevorsorgefonds gegenüber dem Jahr 2016 um rund 6,75 Millionen Euro auf nun rund 45,75 Millionen Euro erhöht wird. Das soll nicht heißen, dass wir uns ausruhen können und die Arbeit getan ist. Natürlich sind wir auch in anderen Bereichen dabei, die Gesundheitsversorgung der Menschen in Deutschland weiter zu verbessern. Und hier möchte ich auch das Heil- und Hilfsmittelgesetz erwähnen, das die Versorgung und Prävention von chronisch Erkrankten sowie die selbstbestimmte Bewältigung im Alltag der Betroffenen fördern soll und wir hier ebenfalls auf einem guten Weg sind. Mit dem Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz setzen wir die Ergebnisse eines konstruktiven Austausches im Pharmadialog um. Und es ist uns als Regierungskoalition ein großes Anliegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, auf der einen Seite die Kosten für neue Therapien im Auge zu behalten, welche die Beitragszahler und die Kassen nicht übermäßig belasten sollen. Auf der anderen Seite wollen wir auch den Forschungsstandort Deutschland stärken und gerade auch Menschen mit seltenen Erkrankungen den Zugang zu innovativen Therapien ermöglichen. Hier ist es wichtig, den Mehrwert neuer Medikamente wissenschaftlich klar nachzuweisen, aber auch bürokratische Hürden für Innovationen entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang ist uns freilich bewusst, dass die Arzneimittelausgaben in den vergangenen Jahren stetig angestiegen sind und dass dies auch Auswirkungen auf die Krankenkassenbeiträge hat. Allerdings können wir einen sehr moderaten Anstieg der Zusatzbeiträge feststellen. Und CDU, CSU und SPD haben sich im Koalitionsvertrag ganz bewusst auf einen festen Arbeitnehmeranteil von 7,3% geeinigt, damit wir den Krankenkassen einen wirtschaftlichen Anreiz für einen Wettbewerb zueinander geben. Laut Bundesversicherungsamt ist für das kommende Jahr auch keine Steigerung des durchschnittlichen Zusatzbeitrages großartig zu erwarten. Wir können nicht auf der einen Seite für eine immer älter werdende Gesellschaft Spitzenmedizin fordern und auf der anderen Seite aber keine Kosten dafür tragen wollen.
Wir haben in Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme weltweit, und das gibt es nicht zum Nulltarif, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn man die Debatte über Gerechtigkeit im Gesundheitswesen mitverfolgt, bekommt man den Eindruck, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Einführung einer Bürgerversicherung löse alle Probleme. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, der Linken und auch Teilen der SPD, ist mitnichten der Fall. Die FAZ und das Handelsblatt veröffentlichten erst vergangene Woche eine neue Studie in Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, die genau die Ideen der Linken und der Grünen untersuchte. Und sie kam zu dem Ergebnis, dass die Einführung einer gesetzlichen Bürgerversicherung Zehntausende von Arbeitsplätzen in der privaten Krankenversicherung kosten könnte. Dieser Stellenabbau, meine sehr geehrten Damen und Herren, entspricht einer Größenordnung von etwa dem 3- bis 6-fachen der aktuell bei Tengelmann-Kaiser bedrohten Belegschaft, meine sehr geehrten Damen und Herren. An dieser Stelle würde mich wirklich mal interessieren, die Antwort der Oppositionsfraktionen auf die Frage der Gerechtigkeit. Also ich kann nur sagen, Sie können nicht formulieren, was der wirkliche Mehrwert einer Bürgerversicherung ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist doch die Wahrheit. Und ich kann Ihnen auch nur sagen, mit verantwortungsvoller Gesundheits- oder Arbeitsmarktpolitik hat das in unseren Augen wenig zu tun. Das können Sie noch so oft in Ihren Reden behaupten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, abschließend möchte ich noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das mir sehr am Herzen liegt. Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 sieht auch eine Erhöhung der Mittel für Prävention und Aufklärung vor, was ich außerordentlich begrüße. Wir müssen aber natürlich auch in verschiedensten Bereichen Geld noch mal in die Hand nehmen. Im Bereich der Zahnmedizin haben wir aktuell 12 Millionen Menschen, die von Parodontitis betroffen sind. Über 80% der über 35-Jährigen leiden an einer Form der Zahnbetterkrankung. Gerade im Alter nimmt diese Volkskrankheit immer mehr zu. Dem dürfen wir uns nicht verschließen. Hier haben wir erste Schritte im Präventionsgesetz unternommen, diesen Entwicklungen frühzeitig entgegenzuwirken. Allerdings sind weitere Maßnahmen erforderlich, um dieser grundsätzlich hohen Erkrankungslast einfach hier in der Bevölkerung auch zu begegnen. Ähnliches gilt für Hauterkrankungen wie Psoriasis, im Volksmund auch Schuppenflechte genannt, und von denen in Deutschland rund 2 Millionen Menschen betroffen sind. Hier sollten wir als Politik versuchen, eine Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger auch wirklich zu erreichen. Und unser Ansatz ist die Prävention. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Haushalt intensivieren wir eben diese Bemühungen, die Versorgung und die Lebensqualität der Menschen in unserem Land zu verbessern. Und deshalb bitte ich Sie daher um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat der Kollege Dr. Edgar Frank der SPD-Fraktion das Wort.